So, nach einem kurzen Break weiter. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel heute noch schaffen, weil ich gar nicht weiß, wie weit wir im Moment sind. Das hat keiner gehört, weil ich einen Schalldämpfer auf dem MG habe. Was ist denn da? Da ist irgendwas Größeres mit einem Geschütz in meine Richtung. Und weil ich jetzt gerade noch im Stream noch so bin, direkt zum Anfang. Assassin's Creed, ja, würde ich gerne spielen, aber schiebe ich nach Wolfenstein erst rein. Weil sonst kollidiert das einfach mit mir. Das ist immer so problematisch, zwischen den Spielen hin und her zu switchen. Vor allem, weil Wolfenstein ja jetzt auch nicht ewig dauern wird. Okay, er kommt hier hin. Mein Gott, patrouillier doch ein bisschen schneller, bitte. Danke. Guck mal, selbst die holen dich ein. So. Hätte besser laufen können. Ach du Scheiße! Der scheint aber festzusitzen, also kann ich ihn einfach umlaufen.
Ups, Entschuldigung. Wisst ihr, was dem Spiel eigentlich fehlt? Eine Taschenlampe. Plansch, Plansch, Party! Du hast echt jegliche Bewaffnung dabei, aber an Licht an der Waffe oder sonst irgendwas, daran haben sie nicht gedacht. Oh, ich habe das Upgrade noch nicht gesehen. Ah, hier war der andere, den ich von unten erschossen habe. Na toll. Ich hab den in den Hinterkopf geschossen. Was macht der? Ach, oh, dann laufe ich noch ein paar Runden um die Ecke. Anja! Kommen, Anja, hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Gut. Ich versuche, Fergus zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Das wird schon. Anja, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett, aber ich schätze, D
Die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Toll, töte sie alle. Endlich eine Mission, die ich verstehe. Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Oh, sehr schön. Wir stecken hier fest. Mussten aufs Dach des... Hey, Anja, wie heißt das Scheißding hier nochmal? Wir sind auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Hey, lahme Ente, sind Sie auf der gottverdammten Kreuzfahrt? Das Regime reißt uns hier den Arsch auf. Fergus, verstanden. Tut mir leid, werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Beim Chat gefragt wird, wie lange wir streamen, glaube ich. Ja, wir streamen lange. Kanalisation. Fergus, ach, das ist Anja, das U-Boot. Helfen Sie allen, an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Blast-Regime wird sich sammeln hier und wieder angreifen. Aus Lake Schnell. Apartment-Gebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Na, was ist das andere?
Waffe ist da einfach zu langsam für. Ach komm schon, jetzt hüpf. Blaskovic, alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind aufgrund der Auslöser kommt, wenn wir dann noch hier. Oh Mann, ey. Oh, diesmal werde ich bekommen. Blaskovic, alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Machen wir die Atomkanone bereit! Wovon reden Sie da, Fergus? Die Schockwelle der Atombombe schiebt das Boot vielleicht raus! Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Warum auch nicht? Wir sind voll fit. Ah! Oh, ich habe jetzt nicht gedacht, dass da noch jemand kommt. Oh, es ist doch einfach so dunkel hier. Da ist die Hammerfaust.
Sie müssen schießen, Blaskowitsch! Jetzt! Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts an ihm. Ich meine Ausmerzer. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Klingt wie eine typische Regime-Infiltration. Ich brech beim Generalstab ein und zieh mir die Daten von ihren Computermaschinen. Kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass der Generalstab jetzt auf der scheiß Venus sitzt. Venus? Seitdem sie den Generalstab in Roswell mit einem Atomsprengkopf weggepustet haben, versucht das Regime wieder auf die Beine zu kommen. Also haben die den Generalstab auf einen anderen gottverdammten Planeten verlegt. Die hohen Tiere und streng geheimen Militärgeheimnisse sind jetzt in einer gesicherten Basis auf der Venus. Der Venus? Dahin werden sie es unter keinen Umständen schaffen, mein Bester. Egal, wie viele Waffen oder verdammte Leute sie haben. Diese Sicherheitsvorkehrungen können sie nicht umgehen. Ja? Nicht mit der Einstellung. Oder vielleicht? Ja, doch. In 2 Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blaskowitz im Wohnballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimatstadt gönnt. Was denken Sie denn, Anja? William und ich trinken mal einen Milchshake.